Hallo liebe Eisenbahnfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gab gar keinen Wassereinbruch im Stammstreckentunnel. Was es wirklich war, erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt dran. Letzte Woche war ja der Stammstreckentunnel zwischen Hauptbahnhof und Hackerbrücke auf ca. 150 Metern etwas unter Wasser gesetzt. Es wurde ja schon gemunkelt, dass eventuell das mit den Bohrarbeiten zur zweiten Stammstrecke zu tun hat, mit diesen Entwässerungspumpen, Entwässerungsbrunnen, die dort gebohrt werden. Oder dass eventuell eine Hauptwasserleitung der Stadt getroffen wurde. Aber das hat sich als falsch herausgestellt, beziehungsweise konnte ja nicht bestätigt werden. Der wahre Grund ist, dass die Entwässerungsanlage des Tunnels nicht richtig funktioniert hat. Anscheinend war ein Entwässerungsrohr verstopft und dadurch hat sich das ganze Wasser aufgestaut. Am vergangenen Wochenende war ja wieder Stammstreckensperrung für die Ertüchtigung, für die Modernisierung der Bahnhöfe. Diese Zeit hat man gleich dafür benutzt, den Tunnelboden freizulegen, um ans Mauerwerk zu kommen, um zu überprüfen, ob das Mauerwerk trocken ist. Der Tunnel ist dicht und laut Deutsche Bahn soll es eine Störung wie am letzten Dienstag nicht noch einmal geben. Ich kann dazu nur sagen, wie können die das mit Bestimmtheit sagen, denn niemand weiß, ob das Rohr nicht wieder irgendwann mal verstopft. So, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Die 5000 Abos, die möchte ich unbedingt noch erreichen. Und ansonsten gebt mir einen Daumen hoch oder runter, ist mir egal. Aber wenn ihr mir einen Daumen runter gebt, dann schreibt wenigstens in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht kann ich das ja beim nächsten Mal besser machen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.